Die Vollsperrung des Neumarktes in der Hoyerswerder Altstadt ist verschoben worden. Ein Regenwasserkanalanschluss muss innerhalb der dort geplanten Baumaßnahmen erneuert werden. Daher ist ab Montag erst einmal die Senftenberger Straße sowie die Kolpingstraße in Richtung Alte Berliner Straße dicht. Umgeleitet wird über die Senftenberger Vorstadt und B96. Aufgrund der Sperrung entfallen bei den Hoyerswerder Verkehrsbetrieben die Haltestellen Kastanienhof und Kolpingstraße. Die Bauarbeiten am Neumarkt sollen nun voraussichtlich am 16. Oktober starten.